Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. So, in der letzten Folge haben wir hier die Hauptquest weitergemacht und Hendrik ist leider gestorben. Doch in seiner Wohnung konnten wir nämlich herausfinden, dass er nach Ciri gesucht hat. Deshalb hat die wilde Jagd ihn auch getötet und deshalb haben wir irgend so ein Buch gefunden und dort stand halt drin, dass wir irgend so einen Baron und irgend so eine Hexe finden müssen. Aber bevor wir das machen, weil wir sind ja immer noch Level 4, möchten wir erstmal ein Level aufsteigen und deshalb machen wir erstmal eine Nebenquest und deshalb reisen wir mal ganz schnell. Hier ist nämlich die Nebenquest, die in unserem Levelbereich ist. Reisen wir mal da kurz hin und erledigen das dann mal. Und ich hoffe, dann steigen wir auch endlich mal auf Level 5. So, wo ist unser Pferd? Ferdi, komm her. Oh, es regnet leider immer noch. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Langsam. Ja, so, das ist nämlich da oben. So, gehen wir mal da kurz hin. Wir haben jetzt 7 Uhr morgens. Und es regnet jetzt schon einen ganzen Tag. Wie kann man hier runter? Abkürzung. Ab durch den Wald. Nein, ich greife euch nicht an. Ich will woanders hin. Guck mal, jetzt ist er hier stecken geblieben am Baum. Oh, 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 oh. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich komme. Er hat doch keine Chance. Level 9, wow. Das war scharf. Und tot. So, da ist noch einer. Okay, der kommt sofort zu mir hier. So, greifen die mich schnell an. Lasst mich doch zaubern. Ich habe euch doch geholfen. Wieso beleidigst du mich? Manno. Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Ja, habe ich gemacht. Ich habe euch gerettet. So. Welcher Penner hat mich hier beleidigt? Du? Hast du was verloren? Ja? Hey, du da. Oh. Komm her. Ja, da bin ich doch. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus. Hab ich recht? Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Na dann, mach ich. Abgemacht. Finde raus, was der Schwager des... Ja. Quest verfolgen. Beschütze die Plünderer vor den Monstern. Okay, wo sind denn hier welche? Schwör ab, solange du noch Beine hast. Ah, guck mal da. Ah, da sind Ghule. Gut, ich schau mal kurz nach. Haben wir irgendwie so Öle für die Ghule, damit wir die leichter platt machen können? Ich schau mal kurz hier Bestiarium. Wo sind denn die Ghule? Ghule. Ich brauche dafür Nekrophanenöl. Gut, haben wir doch, oder? Inventar. Öle, Öle. Da. Das ist es doch. Gut, packen wir das mal drauf hier. Prima. Haben wir drauf? Ja, haben wir. Gut, dann kommt mal her. Jetzt machen wir nämlich mehr Schaden an denen. Damit es auch etwas leichter wird. Haben wir noch einen Donnertrank rein. So. Ah, das ist nur für 20 Schläge. Für 20 Sekunden. Sind da noch mehr? Anscheinend, da kommen noch mehr. Ich hab da welche gehört. Ah, da sind die doch. Können wir da noch mal was drauf packen? Das sind für 3 Schläge nur noch. Haben wir noch mal ein bisschen drauf hier. Okay, das denn, kann man das stacken? Nö, geht nicht. Naja. Komm her. Ah, ich bin doch da. Ich bin doch da. Schreib doch nicht rum. Wo ist er denn? Da. Quinn.
Oh oh. Oh oh. Oh, die sind aber ganz schön stark, ne? Sind da noch mehr? Schwör ab, solange du noch Beine hast. So. Wo sind denn hier noch mehr? Oder war es das jetzt? Wohin, Junge? Ah, da ist ja noch ein. Und dem ja auch noch fertig. Ja, das war's wohl, ne? Yeah, die hauen aber ganz schön kräftig zu. Oh mein Gott, wie viele kommen denn da? Da kommen aber ganz schön viele, ne? Komm schon. Oh, das sind andere Monster. Ja, ich bräuchte vielleicht irgendeinen Trank. Ja, wäre nicht schlecht, weil ich verrecke gleich. Nochmal einen Trank und noch ein paar Öle drauf. Öle da. Hui, 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 das ist aber nicht sehr leicht. Eieieiei. Ja, helft ihr mir auch, oder? Muss ich alles alleine machen hier? Eine Bombe werfen? Vielleicht hilft das ja. Nicht wirklich. Ja, guck mal hier, der Hund. Oh, der Hund ist tot. Ein Schild. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr. Da ist noch einer. Das bist du hässlich. Ja, das ist er. Boah, der haut aber ganz schön zu. Eieieiei. So, helft mir mal hier. Waren das alle? Hoffe ich mal. Ah, das war's. Ich hab's überlebt. Puh, das war aber knapp, ne? Ganz schön viele hier. Wo gibt's denn hier noch einen? Da liegt noch einer rum. Da liegt auch noch einer rum. Dort oben. Wir haben zu viel Gift, also zu viele Tränke in uns genommen und das ist ja giftig und wir dürfen nur einen bestimmten Grad zu uns nehmen, ansonsten ja, sterben wir, glaube ich. Boah. Hat der überlebt, der Typ? Wo gibt's denn hier noch was zu nehmen? Da und hier gibt's auch noch was. Zu viel Ghoulblut habe ich. Wer zum Teufel bist du? Ich? Was glotzt du denn so? Ach, lass mich doch. So. Gute Arbeit, Hexer. Hier ist der Lohn für deine Mühen. Dankeschön. Und, gab's auch Kekse, oder? Quest aktualisiert. Quest abgeschlossen. 50 Erfahrungspunkte. 50 Kronen. Aha. 50 Kronen, also 100 Kronen. Quest aktualisiert, falsche Papiere. Aha. Kehre zurück und hol den bleibenden Passierschein. Na, wo ist das? Falsche Papiere. Nebenquest da. Aha, gut. Wo ist es? Ist das hier in der Ecke, oder? Ah, das ist ja hier. Gut, machen wir mal direkt. Komm. Tötest du die Monster? Ja, hab ich doch. Alle? Ja, die sind alle tot. Alle. Hast du's geschafft? Das war doch hier. Du hast einen nirgends welche.
Ah, hier. Der Typ hier. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich hab ihm schon geholfen. Und was ist dein Angebot? Ich bin deinem Schwager nämlich schon begegnet. Er und seine Männer können in Frieden arbeiten. Na schön, das ändert alles. Ja, ein Rabatt wäre nett. Schon besser. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. So, was habe ich jetzt? Lesen. Oh. Dieses Schreiben gewährt den Inhaber das Recht, den Ponta und seine Nebenflüsse zu überqueren. Aha. Falsche Papiere aktualisiert. Abgeschlossen. So, was machen wir jetzt als nächstes? Hexenjagd. Ja, wir sind immer noch keine Level 5, aber wir den Windspiel, das ist in Novigrad. Ne, das ist nix. Hexeaufträge, Level 33, nie im Leben. Ja, dann machen wir mal hier die Hexenjagd. Finde die Hexe mit eigener Faust oder die Bewohner Mittelhains. Ja, wo ist denn Mittelhain? Wo ist Mittelhain? Hier nicht. Taverne, Scheidenweg, Felde, Mittelhain. Ist das hier Mittelhain? Ich weiß nicht. Ist das Mittelhain oder ist das hier unten Mittelhain? Ich gehe mal davon aus, dass hier ist Mittelhain, oder? Ja, wenn das hier Heidelfeld ist, dann ist das hier wohl Mittelhain. Ich gehe jetzt mal wieder hier zurück und dann gehen wir mal nach Süden. Fertig, umher. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, also, wer passiert. Ich glaube, nicht gerade sieht. Vielleicht werden wir uns ja ein. Ach, guck mal, es hat aufgehört zu regnen. Juhu. Ist es hier richtig? Ja, hier gehen wir mal in den. Reisen wir mal schnell dorthin. Wo war das denn? Das war doch hier, oder nicht? Ah, da. Noch ein Stück. Und wir könnten eigentlich auch mal kurz jagen gehen und was zu essen holen. So, das ist dann nämlich einmal hier. Reisen wir mal schnell dorthin. Und jetzt müssen wir kurz unser Pferd nochmal rufen. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg in den Süden. Und zwar ist das doch hier, ne? Aber wir machen erstmal einen Abstecher hier hin, mal schauen. Komm jetzt. Was es noch da so Tolles gibt, das ist ja genau auf dem Weg. Also, ist das denn hier richtig? Anscheinend, oder? Ja, richtig. Also einfach in den Süden. Ah, die Sonne scheint. Endlich. War auch mal Zeit, ne? Wo sind wir denn hier? In London, dass es nur regnet? Oder ist wählen, dass London von The Witcher 3. Ach, guck mal, hier ist irgendwas. Los, los. Oh, Banditenlager. Mal schauen, was die für Level haben. Level 7. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Kann ich die so mitnehmen? Oh. Nee, lass mal. Ich mach das, glaube ich, später. Ich noch was zu essen da. Versuchen wir es einfach mal. Ja. Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Wer hat das denn erfunden? Ja, vom Pferd aus geht es ja viel leichter. Los, meine Lieben, an die Arbeit! So, und noch einer und zack, alle tot. Oh, das ging ja einfach, ne? Und was habt ihr so Tolles? Im Angebot hier. Danke, danke, danke. Ich nehme alles gerne mit. Eine Schatztruhe. Schau mal eine an. Kohle, Lederstücke, ein Schema für eine Jägerhose und so ein Schwert. Mal schauen, was es hier drin gibt. Ich nehme gerne alles mit. Oh, Honigwabe. Hm. So. Gibt es hier noch was?
Anscheinend nicht, oder? Nein, hier gibt es nichts mehr. Gut, gehen wir weiter. Komm schon! Komm schon. Ist das denn... Ja, das geht hier weiter. Hier und rechts. Und dann rechts. Ah, hier gibt es eine Quest. Beine vom Arsch reißen. Oh, du bist aber frech, meine Dame. Mein guter Hallo. Junge, hab Mitleid. Erbarm dich. Alte Frau. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Lass mir dir helfen, Schatz. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Sieht aus wie eine Hexe. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Ich repariere die anderen Schreine, wenn ich daran vorbeikomme. Ja, mach ich mal. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Aha. Und wo ist es? Gibt es irgendwas zu verfolgen? Ja. Repariere 3 Schreine. Wo sind die denn? Machen wir mal direkt. Oh, die sind aber... Oh, die sind aber... Die sind sehr weit weg. Das kann ich doch jetzt nicht machen. Die sind sehr, sehr weit weg. Machen wir mal irgendwann. Ich schau mal kurz, was das für ein Level braucht. Doch, Level 10. Nee. Jetzt nicht. Das machen wir ein andermal. Machen wir hier mal die Hexerjagd weiter. So. Machen wir mal hier rauf. Und, wo war das jetzt? Ja, hier weiter geradeaus. Tschüss, alte Frau. Ich komme irgendwann wieder. In 1000 Jahren oder so. So. Oh, was ist das denn da? Eine Burg oder was ist das? Nehmen wir einfach mal den Weg lang hier. Sind wir denn richtig oder machen wir gerade einen Umweg? Nee, Moment mal. Wie lang? Beweg dich! Ja. Wo sind wir hier? Markierung Krähenfels. Nee, das ist aber auch nicht richtig. Hier wollten wir ja gar nicht hin. Oder? Egal, wir fragen einfach mal nach. Mach langsam! Blutiger Baron, Quest aktualisiert. Findet den Baron. Ah, ist das hier? Aha. Jedenfalls, wir finden erstmal, wir suchen hier erstmal blutige Baron, der ist da. Gut, machen wir einfach das mal. Schneller. Keine Sorge. Ach, guck mal, das ist immer eine nicht große so schnell, Stadt, ne? Erinnert ihr euch an uns? Sieht ja fertig aus. Können wir irgendwas verkaufen hier? Hallo. Was hast du hier zu verkaufen? Wie wär's mit einem Krug Apfelwein oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Gewinn spielen wir. Nö, zeig mir mal deine Waren. Zeig mir deine Waren. So, haben wir was zu verkaufen hier? Ja, nehmen wir als mal. Kann da alles haben. Verkaufen einfach mal auch so eine Rune. So. Wir haben viel zu viele davon. Brauchen wir etwas Geld, ne? Davon haben wir auch 2. Ah, der Händler hat nicht genügend Geld. Ach so. Vielleicht aber für ein paar Bücher. Hier kann der alles haben. Wir haben da so oft.
bisschen Platz machen hier. So, jetzt hat er aber gar nichts mehr. Oh, was ist das denn hier? Weltzusatzinformation, Religion. Ja, nehmen wir mal mit. Und was hat er noch so? Nix. Gut. Leb wohl. Leb wohl. Was haben wir jetzt zu uns genommen? Wo ist das? Da. Toll. Was haben wir jetzt gelernt? Nix. Also wo ist denn dieser Baron? Ah, guck mal, hier gibt es sogar einen Schmied. Gehen wir auch mal direkt dahin. Boah, was soll man denn hier zuerst machen? Es gibt so viele Sachen, so viele Städte, so viele Orte. Kuckuck. Nicht dann richtig? Ja, richtig. Halt! Wer ist da? Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Hab ich. Hab mich hierher geführt. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor. Ja, das sind doch diese Banditen, oder? Die wir da begegnet haben. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Ja, eigentlich wollten wir erstmal hier mit der Quest hier die Hexenjagd machen, aber das hat uns jetzt hier zu Level 6 zum Baron gebracht. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja weiß. Wenn es weiß ist, ist es noch möglich. Gelb ist, glaube ich, sehr schwer und rot ist, glaube ich, nicht machbar mit unserem jetzigen Level. Okay. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Aha, was haben wir hier alles Tolles? Neue Markierung. Von einer Alte zur anderen, sei mir ja nicht böse. Auftrag Bestie von ihrem Hof. Lesen. Okay. Neue Quest. Machen wir mal nachher. Neue Quest. Wir haben jetzt zwei neue Quests. Aha. Was hast du gemacht? Die Quests, die werden ja auch nicht weniger, die werden immer mehr. So, wo ist denn hier ein Schmied? Da ist ein Schmied. Oh, ich kann ja gar nicht mal rennen. Da sind wir wieder. Hey, wo zum Teufel gehst du hin? Wie kann ich helfen? Was hast du im Angebot? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Oh, der hat aber viele Sachen, ne? Was ist das? Er erhält Zusatzinformationen. Aha. Das nimmt er alles nicht. Okay. Und mal da reparieren alles. Okay. So. Zerlegen. Warum wenn nicht? Kannst du mir eine Rüstung anfertigen? Ich brauche eine. Oder können wir irgendwas Tolles machen hier? Oh, das ist aber Level 30. Lederhose 8 Rüstung. 69 Rüstung. Aha. Benötigt Stufe 30. Ja, ist klar. Ist klar. Gut, lassen wir das jetzt erstmal. Och Mann, doch nicht gewinnt. Ich will kein Gewinn spielen. So, schauen wir mal kurz, was der Händler hier noch hat. Hey Jungs, ob
der mal losziehen und uns die Bestie vor. Was willst du? Ja. Wo zum Teufel gehst du? Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Klar. Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Zeig mir, was du hast. Und was gibt's hier Tolles? Oh, Stufe 10 alles. Nee. Armbrust. Mhm. Im Vergleich zu meiner. Ne, meine ist viel besser. Gut, lassen wir das erstmal. Und auf Wiedersehen. Gut, machen wir mal unseren nächsten Zwischenstopp. Und dann folgen wir hier mal den Feldwebel und schauen, was der Baron uns zu sagen hat. Also vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, euer Almorima. Tschüss.